einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute in der Nähe von Solingen unterwegs, werden hier ein paar Trails auschecken, vor allem ein paar technische, da ich heute ein bisschen Techniktraining machen will. Mit dabei wieder mein neues Canyon Spectral 125, was einen Mordsspaß macht in den letzten Tagen, muss ich zugeben. Ja, mega Glück mit dem Wetter, deswegen habe ich mir heute spontan freigenommen. Bin flott hier hin, begebe mich jetzt an den Uphill und dann sehen wir uns gleich auf dem Trail. Fast oben angekommen und es ist einfach herrlich. Ich war ja jetzt ein paar Mal in den letzten Monaten und dieser Teil des Weges war noch nie trocken. Und heute ist er trocken. Da habe ich die große Hoffnung, dass die Trails ebenfalls trocken sind. Ich meine, mich stört es nicht, im Nassen zu fahren. Ich fahre bei jedem Wetter, aber man freut sich doch sehr, dass so langsam auch hier in Nordrhein-Westfalen der Frühling ankommt. Die Sonne scheint, es wird wärmer und man ist nicht mehr komplett eingesaut nach dem Fahrradfahren. Ich bin jetzt gleich oben angekommen. War eigentlich nur ein kurzes Stück bergauf. Das geht hier ganz gut. Und ich muss mir dieses furchtbare Wort Uphill abgewöhnen. Ich weiß, das sagt man so, aber ich finde das ganz schrecklich, das permanent zu sagen. Und kennt ihr das, wenn man sich so ein Wort angewöhnt, was man sich gar nicht angewöhnen will, nur weil das alle um einen drumherum immer sagen und auf einmal ist es im Wortschatz mit drin, dann ist ja ganz schrecklich, wieder loszuwerden. Reden und strampeln ist anstrengend. Ich rolle jetzt noch den letzten Stück zum Eingang vom Trail und dann fahren wir uns mal warm. Das ist hier nämlich schon im Nassen eine Mordsgaudi gewesen. Aber jetzt läuft das natürlich noch viel besser und wir nehmen die Highline. Die glaube ich jetzt nicht möglich. So. Hier auch schön weit oben anfahren. Runter. Bin dann einen direkt erwischt. Ziehen durch. Und das kleine Flowstück hier unten, das ich hier ein bisschen verpackt habe. Hier merke ich doch, das erste Mal ein bisschen weniger Federweg, aber nicht dramatisch. Und ja, wie gesagt, Trails. Einfach in einem geilen Zustand heute. Mega Grip. Also das waren jetzt Linien, die konntest du im Nassen einfach nicht fahren. Da hast du dich voll auf die Fresse gelegt, wenn du es versucht hast. Jetzt gucke ich euch mal ins Gesicht. Seht ihr mich mal mit Goggle? Ja, jetzt geht's wieder hoch. Und jetzt gucken wir mal, hier gibt es noch ein paar mehr Lines auf der Seite des Waldes. Die versuchen wir jetzt mal zu finden. Wir gehen ein bisschen scouten vor der Mittagspause. Nehmen den hier aber auf jeden Fall noch mal mit und dann am Ende den anderen runter zum Auto und dann muss ich mal in die App gucken, weil auf der Seite soll es noch eine richtige Downhill-Strecke geben und da habe ich Bock drauf. Gucken wir mal, ob wir die heute finden. Mal wieder schwer Glück gehabt. Gerade einen anderen Biker getroffen. Grüße gehen raus, falls du das hier siehst. Der sich hier auskennt, das heißt, wurde jetzt erklärt, wo der Trail ist, den ich hier finden will und auch auf der anderen Seite, wo die etwas steileren Strecken sind und hier ist schon der Eingang, wie es aussieht. Ja, können wir uns also heute doch noch ein bisschen mehr austoben als gedacht. Ja, geil. Aber nochmal Schwung holen. Mal kurz gucken, was kommt hier. Ach,
easy. Ja, dann ziehen wir auch von da vorne an und nehmen die alle einfach mit und hoffen, dass kein großer Double kommt. Aber solange es kein Dirt Jump ist, bin ich da auch eigentlich relativ schmerzfrei. Sieht hier auf jeden Fall alles noch sehr neu und sehr loamy aus. Gucken wir mal. Die Kurve habe ich mal richtig verkackt. Alter, ist das ein Loserboden. Pepper. Das habe ich richtig verkackt. Hier, vor dem ich mir aus unerklärlichen Gründen irgendwie in die Hose scheiße. Und ich bin auch immer alleine hier. Also, wir waren einmal in der Gruppe hier, aber da war das so. Ja, da war die Stimmung nicht so, dass man da mal wieder hochstehen konnte. Aber eigentlich ist der relativ easy. Und ja, ich schiebe jetzt noch mal ein ganzes Stück hoch, weil dann ist man gut im Flow. Und dann probiere ich den einfach mal aus. Was soll schon schief gehen? Ich meine, das sind anderthalb Radlängen, ne? Ja. Und heute ist es trocken. Bisschen Sniperlandung. Aber ich denke, das geht. Einige werden sich jetzt bestimmt fragen, ob ich bescheuert in der Birne bin, dass ich so etwas alleine versuche. Wieder andere werden sich denken, was hat er sich bitte davor so angestellt. Man muss dazu sagen, dass bei dem Sprung bei mir einfach irgendwie eine mentale Blockade im Kopf vorher gewesen ist. Heißt, ich wusste, dass ich das kann, aber irgendetwas in mir ließ mich die letzten Male, wo ich hier war, immer zögern, darüber zu springen. Und zu dem Punkt, dass ich so etwas auch probiere, wenn ich alleine bin. Ich gehe an die Sache so ran, dass ich das sowieso, egal ob welche dabei oder eben alleine unterwegs, nur mache, wenn ich mir 100% sicher bin, dass ich das auch kann. Wenn ich bei einem Sprung ein mulmiges Gefühl habe oder irgendwie bei der Anfahrt schon Schiss bekomme, lasse ich es einfach bleiben, weil meistens endet das eher mit einem Aufenthalt beim Arzt oder im Krankenhaus, die man sich ja gerne sparen möchte. In dem Fall war ich mir aber hundertprozentig sicher, dass das an dem Tag klappt. Ich hatte ein gutes Gefühl und wusste halt auch einfach, dass diese Blockade nur in meinem Kopf besteht, weil den Sprung, ich war mir zu 100% sicher, kann ich schaffen.
Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, wenn man sowas alleine probiert, seid euch sicher, was ihr könnt und was nicht, weil alleine da im Wald zu liegen und selbst wenn man nicht schlimm gestürzt ist, einfach alleine da zu liegen und man hat Schmerzen und es tut einem irgendwas weh, ist einfach nicht angenehm. Dazu seht ihr ja, dass ich relativ weit wieder hochgeschoben habe, einfach aus dem Grund, dass ich es viel einfacher finde, Sprünge auszuprobieren, wenn man im Flow ist. Wenn man kurz davor anfährt, man weiß, ist nicht richtig drin, man steht noch nicht richtig im Fahrrad, bei Flat Pedals muss man vielleicht noch die Füße setzen, weil man die einen Zentimeter falsch auf die Pedale gesetzt hat. Das ist alles Murks und sorgt dafür, dass ihr euch nicht auf das konzentrieren könnt, was ihr eigentlich machen wollt, nämlich den Sprung springen. Darum meine klare Empfehlung, lieber ein Stück weiter, eine Minute länger sich Zeit lassen und dafür schön im Flow da angefahren kommen, dass man den auch aus der Fahrt heraus mitnehmen kann und schon alle Probleme, die man auf dem Fahrrad haben könnte, vorher geregelt hat. Das heißt, man steht gut, man hat schon ein paar Kurven mitgenommen, es läuft, man ist schon fokussiert und dann klappt das Ganze auch viel einfacher. Da ist er endlich. Und natürlich viel zu schnell. Aber dadurch wurde es nur danach etwas ungemütlich. Und das Stück hier unten ist einfach funny. Schöne, enge Turns. Den Baumstamm haben sie auch schon weggemacht, glaube ich, der hier lag. Muss man sich schön links halten und hier dann rechts rupp, über den Baumstamm, kleiner Anlieger und endlich diesen verkackten Double gemeistert. Mein Gott, das hat mich aber auch gewurmt. Zurück am Auto, umgezogen habe ich mich auch schon. Das kriegt er nicht zu sehen. Sowas verweise ich mir dann für Onlyfans auf. Aber als ob das jemand sehen möchte, wie ich mich hier umziehe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Highlight des Tages ist auf jeden Fall, dass ich Jod vergessen habe, mir eine Ersatzhose mitzunehmen. Aber tatsächlich so sauber geblieben bin, dass ich mich ohne Probleme mit der wieder ins Auto setzen kann. Und wenn wir mal überlegen, wie lange das nicht möglich war, dass man klatschnass war, wenn man vom Fahrradfahren zurückkommt. Gleichzeitig ist es auch noch so warm, dass ich hier echt im T-Shirt stehen kann. Also alles in allem ein sehr erfolgreicher Tag. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das generell so gefällt, wie ich das mache, ob ihr Anregungen habt, ob ihr irgendwelche Themen habt, die ich besprechen soll. Ich bin am Überlegen, ob ich mal so ein komplettes Vorstellungsvideo machen soll, weil ich ja dann doch irgendwie komplett hier auf einmal reingeschmissen worden bin. Und wenn euch das interessiert, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ansonsten das Video liken, ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann!